Seid herzlich gegrüßt zu einer weiteren Folge, wie immer, auf diesem Kanal. Odyssey im Auftrag des Königs. Barant. Und ich bin gespannt, was die Räuber hier, die da oben sind, die ich ja, ne, in der letzten Folge, die mich so überrascht haben, was da jetzt los sein wird. Ich habe einen Giftpfeil eingesponnen, also auf meinem Bogen. Und die sind mir hier da so, ne, einfach mal so um die Ecke gelunzt. Ich speichere mal erstmal. Und an dieser Stelle mal wieder ein herzliches Dankeschön an unsere fleißigen Kommentatoren-Schreiber, Kommentare-Schreiber mit Tipps und Tricks. Naja, Tricks nicht, aber Jafar sollte ich mal ansprechen wegen Giftdrüsen lernen aus. So habe ich das noch im Hinterkopf von Alain. Danke an dieser Stelle, aber jetzt kann ich da nicht zurückgehen zu Jafar, weil ich ja hier erstmal bin, auf dem Weg nach Ashdod. So, da ist erstmal gucken wir mal. Wie sind die denn? Ach, die sind. Ah, guck mal hier, die zwei. Das sind natürlich auch welche, die. Da weiß ich jetzt nicht. Pass mal auf. Holen wir erstmal einen ran. Oh, ich merke was. Ich merke was. Das merke ich schon im Trippelschritt hier. Dass hier wieder was fehlt. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. So. Jetzt werden natürlich was. Ich mach dich fertig. Genau, ich mach dich fertig. Nicht genug Abstand. Na, jetzt Alarm. Haben sie... Was? Alarm? Ganz leise gerufen oder wie oder was? So, was ist los hier? Kommt ihr mal rum? Ach so, die wollen hier durch die Wand. Ne. Ja, natürlich. Ach, Sancho. Der hat einen Namen. Was ist denn das für einer, Sancho? Okay, Sancho ist weg, Wachtposten. Und ich bin auch weg. Okay, Und hat mich gekillt. Na toll. So, wir erinnern uns. Und ich erinnere mich. Ich habe von Tataron die Bescheinigung bekommen. Zugang nach Ashdod. Jetzt gucke ich mir auf meine Klamotte an und sehe, das ist ja eine Nomadenrüstung. Vielleicht liegt es ja daran. Weil wir brauchen ja die leicht verstärkte Assassinenrüstung. Denn ich will ja da durch, ne? Also, weil der hat einen Namen und Sancho wird bestimmt sagen, so von wegen, ey, du kommst hier nicht rein. Und dann müsste es normalerweise eigentlich heißen. Aha. Lass mich nach Ashdod. Also. Hast du den Tatarons Erlaubnis? Ja. Haben wir? Ja, hier. Lässt du mich jetzt vorbei? Na gut. Du kannst passieren. Hier ist der Schlüssel. Danke sehr, Sancho. Hast du noch was für mich? Mal die Lage erkunden, ne? Wie ist die Lage? Soviel ich weiß, sind unsere Karawanen vor den Nomaden einigermaßen sicher. Aber das kann sich schnell ändern. Ja, zuerst muss ich immer einen auf die Dings auf den Deckel kriegen, weil ich die falsche Klamotte anhatte. An dieser Stelle mein Fehler, klar. Was kannst du mir das Tal über Ashdod erzählen? Was kannst du mir über das Tal von Ashdod erzählen? Das Tal von Ashdod ist ein größeres Wüstental, in dem sich einige Bauten des alten Volkes befinden. In der Mitte des Tals befindet sich ein gewaltig tiefer Canyon, wo die Orks nach alten Artefakten suchen. Und? Haben die Orks bisher etwas gefunden? Das verrate ich dir nicht. Da fragst du besser unseren Anführer. Und wer ist das? Wer hat hier das Kommando? Der Gebieter von Ashdod ist der große Schwarzmagier Almanzor. Du findest ihn in der Stadt. Doch ich warne dich. Belästige ihn nicht wegen jeder Kleinigkeit. Wende dich lieber an den Adepten Alvarez. Er ist Almanzors rechte Hand. Okay. So. Dieser Wachposten, ja, der wird natürlich seine Flavortexte haben. Zum Beispiel das gleiche, also von der Fragestellung her gesehen. Ich kann jetzt durch die Tür, Leute, ich freue mich. Ich komme jetzt endlich nach Ashdod. Dann speichern wir mal auch lieber. Ja, da bin ich mal gespannt, was hier noch sich so alles verstecken tut. Irgendwie höre ich einen Schattenläufer. Also, jedenfalls meine ich das zu hören. Das Schnarchen eines Schattenläufers.
Der wird bestimmt hinter der Tür sein. Habe ich hier irgendwas vergessen? Nein, okay, hier ist karstig. Hier wird's nichts geben. Oder er ist da hinten irgendwo. Nee. Oh, Alter. Ja, natürlich ein langer Tunnel. Okay, wenn es hier noch weiter nach Ashdod geht, ich gehe erstmal gucken, was die Tür hier bringt. Die Tür auf der linken Seite. Und zwar die hier. Ja. Da ist sich Freund Aschenputtel drin. Nein, Aschenputtel nicht. Wie heißt denn der? Schattenläufer. Nee, da geht's noch weiter runter. Ja, da ist er doch. Siehst du? Mein Gott, schnarcht er laut. Siehst du, das hat man sogar von da unten bis zur Tür hingehört. Durch die Tür durch. Das heißt also, den können wir mal wieder mal richtig schön lustigst im Schleichmodus erledigen. So, wo ist sein Kopf? Er muss natürlich... Okay, der Kopf ist ja nicht so Wüstenschattenläufer zu uns gewandt. Also immer schön von hinten. Ich weiß, das ist fies. Von hinten ist gemein. So, und auf geht's. Naja. Ein bisschen geprankt hat er mich. Böse geprankt hat er mich. Gut, okay, den Wüstenschattenläufer haben wir jetzt verwüstet. Hier. Da sind wir. Oh, stopp. Gobobären. Gobobären, wichtig für Geschick. Butlerfleische, nochmal ein Dunkelpilz, nochmal. Da sind noch mehr Schattenläufer, das heißt also, da ist noch einer. Ich will mal gucken, wie ich jetzt meinen Bogen bespannt habe. Ich habe ja neu eingeladen, vielleicht bleibt das ja so. Aber ich werde mal gucken, Giftpfeil. Ich will einfach mal gucken, ob ich hier mit dem Giftpfeil doch noch ein bisschen mehr Damage kriege. Schauen wir mal. Ah, okay. Ja. Ah. Ob ich das jetzt mache oder in Hamburg platzt eine Wurst. Hätte ich genauso gut mit meinem Schwertchen machen können und mit meinem, ja, El Bastardo. Na ja, gut. Dann gucken wir doch mal aufs Quest, auf die Questgeschichte. Der Tempel von Ashdod, Tartarun gab mir Bescheinigung, Zugang zu Ashdod. Mal gucken, wo war das nochmal? Das war ziemlich weit unten, hinter erfüllte Missionen. Endlich, ich kann Ashdod betreten. Ja, schön. Haben wir uns das auch angeguckt? Gibt's denn hier noch mehr? Ja, okay, ich kann wieder rennen oder immer noch rennen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das hier der Zugang zu Ashdod ist. Oder... Ah, ist mal gut, wenn immer Butlerfleisch... Nein, Dunkelpilze sind mir wichtig. Muss auch mal wieder irgend so ein Topf kommen, damit ich Dunkelpilze kochen kann. Das gibt dann wieder... Manama. Glaube ich doch jedenfalls. Ne? War doch so. Mana, ja. Und Butlerfleisch, ja, können wir gar nicht gebrauchen. Was haben wir denn hier unten? Wieder so ein Talkram. Aha. Okay, gucken wir, was haben wir. Ah, hier siehst du, Dunkelpilz, da ist noch sowas. Und ich höre wieder ein Schnarchen. Okay. Oh, gut, okay, das ist denn der dritte hier im Bunde. Dann wird sich das wohl lohnen, ihn dann auch wieder mal anschleichend zu schleichen. Okidoki. Dramatische Musik. Ja, das nervt ein bisschen. Ich muss. Manchmal fällt es mir nicht auf, dass die Musik weg ist. Wenn so spannende Szenen ist, dann muss ich sie immer von der Hand wieder unter den Audioeinstellungen wieder aus- und anmachen. Aber irgendwann hat sich das dann bei mir doch reichlich eingewoben. In dem. Hauen wir drauf! Okay, na, so viel abgekriegt habe ich diesmal nicht. So, wir können aus dem Schleichmodus raus. Gut. Haben wir irgendwas vergessen hier? Ja, Butlerfleische.
weil nur ein Butlerfleisch. Und hier ist noch ein Dunkelpilz. Cool. Coole Sache, das Butlerfleisch. Okay, diese Ecke ist auch gereinigt. So, jetzt geht's hier weiter. Ho, ho, ho. Alter Schwede. Wenn ich jetzt hier automatisch richtig sein sollte mit dem Zugang nach Ashdod, dann muss ich aber oben den anderen Weg noch abklappern. Aha, da ist eine Brücke. Warum ist da jetzt die Brücke? Also das scheint mir doch sehr, sehr weitläufig zu sein. Oder es ist eine Sackgasse mit dem Boss. Mit dem Boss. Endgegner. Nein. Endgegner, nein. Also, Butlerfleisch. Ja. Sind auch so schön, richtig schön braun getarnt, dass sie sich vom Untergrund kaum abheben. Was ist das? Nee, das ist... Das ist ein Flavor-Skelett. Ein Flavor-Skelett. Ja, es liegt da nur so aus Dekorationsgründen rum. Hebt die Atmosphäre. Okay, das sieht nach Sackgasse aus. Liebe Leute. Okay, trotzdem heißt das, dass ich dann wieder zurück muss. Aber trotzdem mal noch jeden Winkel hier nochmal gucken. Okay. Ob es nicht hier noch was gibt, siehst du? Dunkelpilz, noch ein Dunkelpilz, na wunderbar. Okay, so wie das aussieht, haben wir denn jetzt auch alles in diesem Bereich. Jetzt gehe ich wieder hoch aus der Tür raus und gehe mal den Weg weiter. Oh, da wäre wieder die Tür. Ich habe auf dem Rückweg übrigens noch jede Menge Butlerfleisch und Dunkelpilz gefunden. Das ist echt der Hammer. Also kam mir vor, als hätte ich die jetzt echt grob übersehen oder als wären sie neu gespawnt. Aber ich glaube eher Ersteres, dass ich es grob übersehen habe, obwohl im Zickzacklauf, so wie ich das hier mache. Okay, gut. Man läuft immer Zickzack, mir wird schlecht. Na, nimm mal ein Alka-Seltzer oder sowas. So, nee, hier. Ashdod erreicht. Ashdod erreicht. Wow. Ashdod erreicht. Ich habe Ashdod erreicht. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ashdod erreicht als Zwischenin. So ist das gut. So ist das schön. So wollen wir es haben. Und da macht sich wieder ein größerer Raum auf. Beziehungsweise... Alter Schwede, wo ist denn hier was los? Party? Okay, da stehen ganz viele Leute vorm Tor. Hier Alvarez, Elite-Assassine, Alvarez, Elite-Assassine. Gut, okay. Gehen wir erstmal rechts rum. Gucken mal, was wir finden können. Noch so an. Ui, 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 ui. Ah, okay. Ein bisschen Zeug. Macht Spaß. Zu forschen. Also ich gehe natürlich auch sehr stark davon aus, dass wir, sobald wir da durchs Tor kommen oder sowas, irgendeinen Händler finden, der eventuell eine Transportrune hat nach Ashdod oder zumindest zum Eingang oder an anderen Stellen. Aha, okay, außer Bergkristalle hier und Gletscherquarze hat es hier nicht viel zu lesen. Also aufzulesen. Bam, 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 bam. Ich möchte mal wissen, wofür die eigentlich gut sind. So viel Gletscherquarz. Man kann ja damit handeln, das ist okay. Aber okay, das werden wohl alle gewesen sein. Und dann werden wir uns nochmal in Richtung Torwache begeben. Und ist noch irgendwas davor? Ich werde auch gleich wieder angequatscht oder sowas, aber davor werde ich mal eine Runde speichern. Ja, ich sehe da hinten, glaube ich, aus der Entfernung schon, dass da auch wieder ein Ork rumsteht. So, guck mal, Elite. Oh, wo willst du hin? Na, nach Ashdod. Die Wachen haben mich durchgelassen. Also, was willst du noch? Jetzt werde hier nicht frech. Mein Name ist Alvarez.
Ich bin Armanzos rechte Hand. Ohne meine Erlaubnis wirst du keinen Fuß nach Ashtot setzen. Verstanden? Ja, ja, schon gut. Ich habe einen wichtigen Auftrag. Darf ich durch? Ich könnte dich zwar jetzt fragen, was du für einen Auftrag hast, aber ehrlich gesagt interessiert mich das nicht. Du darfst also durch. Mach hier aber ja keinen Ärger, klar? Sonst wirst du den Ort nicht mehr lebend verlassen. Vor allem belästige die Schwarzmagier nicht, sofern du keine Aufträge für diese hast. Gewöhnliche Anliegen hast du mit mir zu klären. Ich hoffe, wir haben uns verstanden. Klar, war ja deutlich genug. So, also, haben wir noch irgendwas dazu bekommen? Der Tempel von Ashtot. Ich habe Ashtot erreicht. Anscheinend muss ich mich an Alvarez halten. Wie immer. Bevor ich mich Schwarzmagier Alman so dem Herrn von Ashtot sprechen kann. Ja, das ist doch gut. Dann gucken wir mal. Du bist ein Assassine, du bist Tangrok. Hallo du, Tangrok. Hey du, kannst du mich verstehen? Was willst du von mir, Mora? Störe mich nicht. Tangrok hat keine Zeit für dich. Wer bist du? Ich bin Tangrok, Elite-Krieger der Orks und Vertrauter meines Kriegsherrn. Wer ist dein Kriegsherr? Mein Kriegsherr ist der große Schamane Shak-Arosh, Mora. Was tut der große Schamane der Orks im Land der Assassinen? Shak-Arosh erhielt von unserem obersten Anführer, dem großen Khan, den Auftrag, hier in Varrant die Artefakte des alten Volkes zu suchen. So, so. Sag mal, woher kannst du so gut unsere Sprache? Viele Orks aus Myrtana sprechen die Sprache der Morras. Das Volk der Orks lernt diese, damit unsere Sklaven uns besser verstehen können. Die Morras selbst sind ja zu dumm dazu, die Sprache der Orks zu lernen. Ja, toll. Wer bist du, Tango? Ja, alles klar. Wo finde ich den großen Shak-Arosh? Du findest den großen Schamanen der Orks im Haus des Schwarzmagiers Almanzor. Habt ihr schon Artefakte gefunden? Was fragst du mich, Mora? Geh zu Shak-Arosh. Er wird es dir sagen, wenn er es will. Shak-Arosh. Du scheinst mir aber ein wichtiger Vertrauter deines Herrn zu sein. Das ist doch so, Mora. Shak-Arosh weiß, dass er sich auf Tangrok verlassen kann. Dann bist du bestimmt auch der Einzige, zu dem er Vertrauen hat. Nein, das bin ich nicht, Mora. Kushok hat ebenfalls das Vertrauen meines Kriegsherrn. Hat denn dieser Kushok das Vertrauen von Shak-Arosh genauso verdient wie du? Nein, das hat Kushok nicht, Mora. Und jetzt lass mich endlich in Ruhe. Okay, lassen wir dich in Ruhe. So, Tilla, du bist auch nur ein Elite-Heinz. So, wer bist du? Du bist ein Myrtaner Ork-Krieger. Du stehst nur oben wahrscheinlich, ne? Mach hier keinen Ärger, klar. Okay, machen wir nicht. Jetzt wird's lustig. Jetzt wird's lustig. Jetzt wird's für mich auch sehr, sehr interessant. Dieses ominöse Ashtot sieht so aus. Wow. Also, das ist ja in so einem tiefen Tal. Hier gibt es auch wieder jede Menge Getier. Ich speichere mal ab und dann auf in den Kampf. Das sind bestimmt Wüstenratten. Na. Machen wir erstmal eine platt, damit die anderen... Ah, okay. Das ging aber fix. Oh, da hinten liegt was Lustiges. Schön. Da hinten liegt Loot. Und zwar ein kleiner Lederbeutel. Dann... Oh, ein Unwetter. Jetzt habe ich zwei. Ein Bergkristall. Ja, haha. Was ist, wenn man die drei Sachen miteinander kombiniert? Gibt, glaube ich, nichts. Okay. Da hinten sind Snapper. Wüstige Schnäpper hier. So, auch mal wieder speichern. Mal gucken, was wir mit dem Giftpfeil alles anstellen können. Bei den Wüstensnappern. Hui. Oh, weia. Das war dumm. Das war dumm von mir. Ja, da müssen wir es halt eben auch auf die althergebrachte Weise versuchen. Jetzt habe ich schon wieder. Immer wenn das wieder so der Fall ist, dass es der Fall ist, dass es der Fall ist, dann müssen wir es so machen. So, jetzt aber. Keine falsche Bescheidenheit.
Snapper, komm auf mich zu und ich hoffe, dass ich mit Il Bastardo, der vergiftet, geölt, poliert, geschärft ist. Guck mal, da liegt noch ein Pfeil von mir. Oh, die sind doch noch gut im Futter hier. Okay. Kann ich den aufheben? Oh, den Gefall. Ach ja, den habe ich nur angelegt beim Laden. Soll ich jetzt noch mal was essen? Ja doch, mache ich mal. So, nicht rumlachen und rumtanzen da hinten, sondern bitte sehr auf mich zukommen und den Tod erwarten. Okay, ja, das ging ja ganz fix. So. Denn die Wüstensnapper sind auch immer da an einer Geschichte dran, die was verbergen könnte an der Stelle, wo sie sich aufhalten. Zum Beispiel bei diesem kleinen Wagen. Ich hab's doch richtig vermutet. Bei dem kleinen Wagen steht ein Elixier und ein Silberteller liegt da auch noch. Ein Elixier der Heilung. Ein bisschen Gold, Langschwert, Stängel, Sumpfkraut. Habe ich doch eben schon gesehen. Und ein bisschen Gold. Okay. Also ein bisschen. Ach, hier ist doch noch ein bisschen Zeug. Stängel, Sumpfkraut. Da ist es. Kann man immer gut nehmen, verkaufen. Und die Leute benebeln. Ja. Schaffen uns mal eine Übersicht. Meine Herren, das geht auch wieder so ein bisschen hoch rum. Da ist ein Wasserfall. Hier, das sieht aus wie eine Festung. So, dann würde ich sagen, dann machen wir das mal auch wieder so im Diagonalmodus. Das heißt also, gucken erstmal hier, was es hier so gibt. Versteckt sich hier noch irgendwie was? In den Gewächsen. So. Nope. Dann haben wir hier so Behelfskatakomben, hätte ich beinahe gesagt. Ganz viele von diesen. Oh, war ja. Orks. Das sieht aus wie ein Trainingscamp hier. So, schade, ich dachte, ich könnte hier. Okay. Was kochen. Gucken wir mal, wer da alles so ist. Mythaner Ork-Krieger. Noch einer. Wambeck. Du bist. Ach, du bist Sandro. Sandro. Und du bist? Was liegt denn hier alles rum? Okay. Ja, das kann man nicht nehmen. Ibrahim, den fragen wir mal. Der ist bestimmt ein Händler. Ich denke mal. Hey du, warte mal. Ja, was willst du von mir? Keine Lust auf ein kleines Kämpfchen? Du siehst kräftig genug aus. Kämpfchen? Wie meinst du das? Na, hier in meiner Arena. Der Sieger erhält eine hervorragende Waffe. Diese Waffe wurde von dem Meisterschmied Baia geschmiedet. Etwas Besseres findest du so schnell nicht. Du veranstaltest also Wettkämpfe. Du sagst es. Und das hier ist die einzige Arena westlich von Nishtar. Weder in Uga noch in Amala wirst du so eine Gelegenheit bekommen. Klingt interessant. Was sind die Regeln? Ganz einfach. Du zahlst je Kampf ein Preisgeld von 250 Goldstücken. Wenn du siegst, bekommst du das Doppelte zurück. So einfach ist das. Na, wäre das nichts für dich? Vielleicht. Du sagtest doch, dass man eine hervorragende Waffe gewinnen kann. Ja, kann man. Du musst allerdings zuvor den Champion schlagen. Und das wird nicht so einfach. Ach ja, bevor ich vergesse. Die Arena-Kämpfe finden zwischen 8 und 18 Uhr statt. Zu einer anderen Zeit wird niemand mit dir kämpfen. Zwischen 8 und 18 Uhr, die Arena von Ashtot. Ach hier, Tangrok und Krushok, sollten wir auch nochmal lesen. Der Ork Tangrok erzählte mir, dass er der Vertraute seines Anführers Shakarosh ist. Aber der Ork Krushok ist ebenfalls ein Vertrauter von Shakarosh. Anscheinend mag Tangrok Krushok nicht besonders. Vielleicht kann mir dieses Wissen noch von Nutzen sein. Die Arena, genau. Wer den Champion besiegt, kann eine tolle Waffe gewinnen. 8 bis 18 Uhr findet sie statt. Wir haben es jetzt 17 und 14. Ja. Gucken wir, lernen wir erstmal die anderen kennen. Zum Beispiel Sandro. Hey. Schwer einzuschätzen, was passiert, wenn ich seinen Tabak stehle. Aber erstmal Hallo sagen. Hallo, mein Name ist Roland und ich bin neu hier. Ach, wirklich? Hätte ich wirklich nicht gedacht. Wer bist du? Mein Name ist Sandro und ich bin ein Kämpfer Beljas. Genau das habe ich auch gesagt. Nebenbei kämpfe ich aber auch in der Arena von Ashtot.
Du bist also ein Arena-Kämpfer. Ja, wenn du Mut hast, kannst du ja gerne gegen mich antreten. Das gibt's zuvor musst mehr, du allerdings oder? Ramon und Gornaran geschlagen haben, bevor du gegen mich kämpfen kannst. Wer veranstaltet die Arena-Kämpfe? Ibrahim. Bei ihm musst du dich für die Kämpfe anmelden. Meine Meinung kennst du ja schon. Doch jetzt störe mich nicht länger. Ich habe zu tun. Ja, das sieht man ja. Okay. Schwer einzuschätzen, ich weiß es nicht. Ich glaube, es hat dann bei einem anderen, habe ich das auch schon mal mitbekommen. Du bist noch ein Ork-Krieger, du bist Wambeck. Dem fragen wir auch mal, was da los ist mit dem. Hallo, ich habe da mal eine Frage. Du frag einen anderen, Mora. Wambeck will nicht mit dir sprechen. Kannst du mir was beibringen? Nein, Mora. Wambeck trainiert nur die Krieger der Orks, sonst niemand. Ich hätte das gut gemacht. Zu wissen. Ich gucke auf die Zeit. Jetzt Arena-Kämpfe anzufangen, das werde ich später machen. Wer bist du? Ramon. Mein Name ist Ramon. Ich bin Kämpfer von Ibrahims Arena. Na? Keine Lust, gegen mich anzutreten? Doch, doch. Du bist Arena-Kämpfer später. Bei den Assassinen? Was glotzt du so? Traust du mir das etwa nicht zu? Hä? Wie? Ja, ja, das schon. Du siehst wie ein Nomade aus. Das bin ich auch. Ich gehörte mal zu Ali Sippe, wenn du es genau wissen willst. Aha. Doch nun bin ich bei den Arena-Kämpfern von Ashdod. Ich dachte immer, dass ihr Nomaden Feinde der Assassinen seid. Das ist richtig. Meine Sippe ist mit den Assassinen auch weiterhin verfeindet. Mich hatten die Assassinen eines Tages nach einem Überfall, Angriff, von uns gefangen genommen. Wahrscheinlich hätte man mit mir kurzen Prozess gemacht, wenn ich Ibrahim gekommen wäre. Der erkannte mein Talent und machte mir sogleich den Vorschlag, in seiner Arena zu kämpfen. Dort verdiene ich jetzt eine gute Stange Geld. Und deine Sippe? Mich brauchst du doch. Willst du nicht irgendwann mal zu dieser zurück? Pah, was soll ich da? Die Überfälle auf die Karawanen bringen in letzter Zeit sowieso kaum noch was ein. Da bin ich als Arena-Kämpfer besser dran. Das kann ja nicht ewig. Verstehe. Du warst also früher Wüstenräuber. Ja, war ich. Na und? Doch jetzt habe ich zu tun. Störe mich nicht länger. Wenn du dich allerdings trauen solltest, mit mir zu kämpfen, kannst du mich ja wieder anquatschen. Und was ist, wenn ich mich tatsächlich trauen würde? Dann musst du zuerst mit Ibrahim sprechen und ihm das Preisgeld geben. Erst dann kann es losgehen. Ich kämpfe mit dir, aber nur zwischen 8 und 18 Uhr. Verstanden? Irgendwann will man schließlich ja auch seine Ruhe haben. Ja, okay. Ich will mit dir in der Arena kämpfen. Nein! Ibrahim hat sein Preisgeld erhalten. So? Hä? Schön für dich. Doch jetzt kannst du das vergessen. Ich mach nämlich jetzt Feierabend. Komm zwischen 8 und 18 Uhr. Dann bin ich für dich da. Es stand doch gerade eben nur Ende dort, ne? Darauf habe ich geklickt und dann... Warte okay. Mal. Und dann habe ich das übersehen, sorry. Aber das wird jetzt nicht... Das wird jetzt nichts bringen. So, ich habe Ramon herausgefordert. Doch, okay. Ach ja. Okay. Kein Problem. Umpeg. Hey, hallo. Ork. Was willst du von Krumpek, Mora? Ich habe keine Zeit für dich. Du heißt Krumpek? Ja, Mora. Ich bin Krumpek. Großer Arena-Kämpfer von Ashdod. Arena-Kämpfer? Ja, doch. Krumpek ist der Champion von der Arena von Ashdod. Sprich mit Ibrahim, wenn du über die Kämpfe mehr wissen willst. Und jetzt verschwinde. Boah, der ist schon mal sehr, sehr sauer, der Krumpek. Ja, also, gucken wir uns noch mal eben kurz die Zeit an. Noch ein paar Minütchen habe ich noch. Hier könnte man rein, das gucken wir uns später an. Und gucken erstmal, was es hier gibt. Was? Und ein leeres Zelt? Ich bin enttäuscht. So. Gibt es denn noch irgendwas zu looten? Hier zum Beispiel. Was liegt denn hier? Ach, das ist die Arena. Okay, das wird wohl die Arena sein. Gucken wir mal die Arena ab. Rostige Schwedge. Looten wir mal das rostige. Die paar Sachen. Oh, es wird ein bisschen. Sichel. Ah, das sind die Waffen von den Leuten, die gefallen sind. Oh, neue Musik. Und zwar von dem Schiff.
So, das ist Ibrahim. Ja, ich würde mal sagen, bis hierhin. Und ich bin gespannt, was die Arena-Kämpfe machen werden. Ob ich da überhaupt eine Chance habe. Okay, bis später. Gib einen Daumen, schreib einen Kommentar. Ich freue mich. Ciao.